Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Astronier. So, wir sind beim letzten Mal mehr oder weniger, ja, mit das erste Mal mit unserem schönen Raumschiff hier, beziehungsweise unseren, ja, kleinen Raumschiff geflogen. Und wir sind jetzt auf dem gleichen Planeten, allerdings an einem anderen Ort. Ich würde sagen, wir machen das mal so, dass wir... Warte mal, hatten wir nicht irgendwo... Achso, nee. Wir suchen uns jetzt nochmal Gemisch. Irgendwie, in der Hoffnung, dass wir hier auch Gemisch finden. Und dann... Hier, prima. Und dann will ich mal so eine Forschungsstation bauen, um mal zu schauen, ob wir... Ach, Mensch, alles voll hier. Dann machen wir das halt per Hand. Um mal zu schauen, ob wir hier eventuell irgendwie was Neues erforschen können. Ansonsten könnten wir quasi wieder abhauen. Ich dachte eigentlich, wir können irgendwie... Okay, Energiebraucher natürlich. Ich dachte eigentlich, wir können irgendwie, ja, den Planeten verlassen. Aber mit dem kleinen Raumschiff hier können wir das nicht. Wir können nur den Standort auf unserer Karte mehr oder weniger, ja, verändern. Die Frage ist jetzt, wo kriegen wir Energie her? Müssen wir mal schauen. Weit und breit keine Energie zu sehen. Ja, ist natürlich ein bisschen schade. Ich wollte den Planeten verlassen. Ja, aber okay. Daraus wird leider Gottes nichts. Hier ist Energie. Sehr schön. Wir bräuchten auch irgendwie, naja, Ressourcen. Andere will ich jetzt nicht sagen, aber... Ach, wir haben ja hier ja nicht, ey. Ach, das ist zwar Käse. Ganz ehrlich. Das ist Käse. Warte mal, dann müssen wir hier mal für ein bisschen Ordnung sorgen. Dann kommen wir halt hier nochmal gleich zurück. Wir müssen uns nur die Richtung merken. Das war Richtung Norden. Okay. Ja, nicht vergessen. Lieber Dennis, nicht vergessen. Moment, warte mal. Wir haben ja hier ein bisschen an Lager. So, dann bauen wir das Kupfer hier ran. Achso, nee, ich wollte gerade sagen, sag mal, wo kommt denn das jetzt alles her? Aber wir haben natürlich doch mit dem Organischen haben wir herausgefunden, was das damit in sich, also auf sich hat. So, Richtung Norden. Also in die Richtung. Okay, prima. Ja, wir wollen irgendwie den Planeten verlassen. Ich dachte jetzt echt so, dass wir jetzt irgendwie einen Planeten auswählen können und dorthin. Aber okay, wir sind immer noch auf den gleichen und wir sind immer noch nicht auf einen anderen. Deswegen würde ich sagen, wir probieren jetzt einfach mal spaßenshalber die Funktion aus, dass wir... Ja, dass wir unsere Forschungsstation hier bauen, in der Hoffnung, dass da eventuell irgendetwas Neues dabei ist, was wir erforschen können. Ich meine, Kapseln haben wir hier zu Genüge. Aber wenn dies nicht der Fall sein sollte, würde ich ganz einfach sagen, machen wir uns hier wieder vom Staub. Ne? Ich meine, was wollen wir hier jetzt noch großartig? So, jetzt bauen wir hier mal einen Energiestack ran. Und dann... Werden wir das mal hier oben rauf klatschen. Und dann wollen wir mal Forschung. Was ist hier los? Reicht noch nicht, oder wie? Okay, jetzt. So. Jetzt dürfen wir mal gespannt sein. Aber ich denke, wir haben ja schon alles, ne? Also, das wird mit Sicherheit keinen Unterschied machen. Und, nee. Okay. Meine lieben, Forschungsstation umsonst gebaut. Macht aber nichts. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Von diesem Teil des Planeten. Denn wie gesagt, das ist Schwachsinn, wenn wir jetzt hier wieder komplett von vorne anfangen. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach oben. Und dann werden wir wieder dort landen, wo wir einst waren. Und dann würde ich sagen, machen wir uns einfach zur Aufgabe, dass wir so ein großes Raumschiff bauen, ne? Müssen wir halt nur zusehen, dass wir jede Menge Treibstoff sammeln. So, warte mal. Wir müssen jetzt nochmal kurz warten. Ihr Club hier, ne? Hier war unsere Landestation. Wir haben hier sogar mehrere Stationen, Landestationen. Wir landen da. Wir landen einfach da. Hier sind auch die einzelnen Wolken irgendwie zu sehen. Also, es stockelt immer mal so ein bisschen. Das liegt aber, wie gesagt,
daran, weil er halt, ja, diese... Oh, na toll. Na, das ist jetzt... Nee, das ist jetzt doof. Also hier können wir nicht bleiben, weil dann können wir ja kein Raumschiff bauen. Wir müssen also nochmal nach oben. Das war jetzt, ja, so dieser typische Parkver... Ja, diese typische Parkverhalten einer Frau. Hm. Nein, natürlich nicht, war ein Scherz. So war das jetzt auch nicht gemeint. Wir müssen nochmal eine Runde rum. Ja, so sieht, wie gesagt, im Übrigen unser Planet aus. Wir könnten jetzt natürlich hier noch landen, wir könnten da noch landen, wir könnten im Endeffekt überall landen. Aber ganz ehrlich, es würde uns im Endeffekt gar nichts bringen. Ja, also so sehe ich das zumindest. Weil, ja, ressourcenmäßig weiß ich jetzt nicht, ob es auf anderen Planeten eventuell andere Ressourcen gibt. Ob es auf anderen Planeten dann... wiederum die Möglichkeit gibt, andere Dinge freizuschalten. Und genau das wollen wir herausfinden. So, wir landen jetzt mal da. Ein paar Meter weiter weg von unserer Hauptbasis. So, und dann wollen wir mal... Ja, wie ihr sagtet, mit dem Ruckeln liegt ganz einfach daran, weil er das Gelände mehr oder weniger... Ja, naja, wie soll ich das sagen? Weil er das nicht, naja, weil er das halt berechnen muss, ne? So, was nehmen wir denn mit? Was brauchen wir hiervon eigentlich? Wir brauchen im Endeffekt nichts. Das Einzige, was wir brauchen, ist Treibstoff bzw. Energie. Was wollte denn er für Windräder haben? Wollte er da Aluminium haben? Ich glaube, er wollte Aluminium haben, ne? Aber das macht ja nichts. Wir können zur Not auch einfach nochmal zurücklaufen. Ja, ich habe natürlich durch die Kommentare, weil ihr immer alle so fleißig Kommentare schreibt, habe ich natürlich den Tipp bekommen, dass wir im Endeffekt nochmal so einen Truck bauen könnten. Und wir haben das neulich mal festgestellt, dass wir durch so einen Schlauch, ja, ein anderes Fahrzeug ziehen können. Das heißt also, wir könnten jetzt nochmal so einen Truck bauen mit einem großen Lager hinten dran oder zwei großen Lager. Und könnten das dann halt mit unserem Schlauch hier verbinden und könnten den dann hinterherziehen. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Wirklich vielen, vielen Dank. Vielleicht machen wir das nochmal auf unseren neuen Planeten. So, wir brauchen Kupfer. Ach, hier haben wir so viel Kupfer noch. Warte mal, wir haben, das ist Aluminium. Natürlich haben wir so viel Kupfer. Wir haben Kupfer ohne Ende. Ohne Ende haben wir Kupfer. So. Dann bauen wir hier nochmal und da und auf geht's. So, und dann bin ich jetzt mal gespannt. Das scheint natürlich ein etwas größeres Modell zu sein. Ja, das ist doch sehr, sehr groß. Okay. Also hier brauchen wir Treibstoff ohne Ende. Das heißt, wir brauchen... Ja, wir müssen zusehen, dass wir... Ja, wir tanken das Teil voll, oder? Weil einen Kran brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Dreisitzer. Eigentlich auch nicht, ne? Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen einen Dreisitzer, oder? Einsitzer? Nö, wir bauen... Warte mal, ach so, Kupfer braucht er. Ach so. Nee, warte mal. Einen Einsitzer will er gemischt für haben. Und hierfür will er viermal Kupfer. Haben wir sowieso nicht. Das heißt also, wir brauchen wieder Gemisch. So, dann wollen wir mal Gemisch sammeln. So, warte mal. Bevor das passiert, machen wir hier dann nochmal den Tank an. Dann fahren wir jetzt nochmal los. Aber mich würde zu gerne interessieren, wozu diese Schubdüse da gut ist. Ich meine, können wir damit irgendwie... abheben. Können wir uns vielleicht ein eigenes Flugzeug bauen? Das wäre natürlich. So, wir brauchen hier Misch. Wir fahren und fahren. Weil mal da hinten war doch irgendwie so ein... Genau, so ein... Na, so eine Felsformation, wo wir nochmal jede Menge hier Misch einsammeln können. So, auf geht's. Alles, was da ist, bitte. Also zwei Stacks brauchen wir auf jeden Fall. Und jetzt habe ich gar nicht gekickt, was ihr... für das Lager braucht. Wann mal dafür wollte er Kupfer haben. Wenn ich mich nicht irre. So. Wir fahren einfach mal zurück und dann springen wir hier wieder. Solange es uns nicht wieder aus allen Latschen. Wann mal wir parken. Naja, gut, so können wir das. Habt ihr das gesehen? Natürlich. So. Auf geht's. So.
Wir bauen, genau, tanken schon mal ran da. So, und dann wollte ich ganz gerne so ein Lager noch mitnehmen. Na, das sieht ja erstmal blöd aus. Na, das sieht ja erstmal blöd aus. Das hätte er ja ruhig mal an einer anderen Stelle ranbauen können. Da sieht es natürlich besser aus, ne? Aber wir können das Teil jetzt nicht mehr abnehmen. Okay, dann bauen wir ein Lager. Dafür will er auch Gemisch haben. Okay, macht nichts. Gar kein Problem. Solange die Sonne draußen scheint, müssen wir natürlich zusehen, dass wir das Teil tanken ohne Ende. Aber warte mal, wir haben ja noch den Generator. Wir haben so viele Möglichkeiten, Energie zu produzieren. Deswegen fahren wir jetzt einfach nochmal hier hinten hin. Sammeln alles an Gemisch, was wir einsammeln können. Obwohl das hier wahrscheinlich nicht mehr so viel sein wird. Siehst du, das war nämlich auch schon. So, Gemisch, 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 Gemisch. Wir brauchen ganz viel Gemisch. So, hier ist Harz. Da ist auch Harz. Was ist das da? Das ist ein komischer, spitzer Stein hier. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Was? Jetzt geht die Sucherei hier wieder los, ne? Was ist da hinten? Da sind auch so eine großen Felsen. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, dass die Ressourcen an dieser Stelle, wo wir jetzt sind, immer weniger werden, ne? Oh, da hinten auf dem Berg sehe ich etwas, aber wir werden dort jetzt nicht hinfahren. Wir werden zusehen, dass wir irgendwie noch Gemisch finden. Aber irgendwie hier, da. Hier ist nochmal so eine Felsformation mit Gemisch. So, und dann werden wir mal kurz tanken. Einfach alles an Gemisch mitnehmen, was er mitnehmen kann. Und das war's auch schon wieder. Wir müssen tanken. Wir müssen tanken. Wir brauchen Energie. Und die ziehen wir uns von da hinten. Das ist gar kein Problem. So, hopp, hopp, hopp. Einsaugen. So, wenn mal 2 Stacks sollten reichen. Genau, prima. So, dann bauen wir wieder den Sitz ab, weil sonst funktioniert das Ganze ja nicht. So, hopp, hopp, hopp. Wie viel? Warte mal, wie viel Gemisch haben wir? 1, 2, 3. Das ist zu wenig. Wir brauchen noch einmal. Einmal brauchen wir noch Gemisch. Irgendwie, irgendwo. Irgendwann. So, hier ist Harz. Okay. Was haben wir denn hier hinten? Was ist denn das da? Hä? Was ist denn das? Hydrazin, Treibstoff. Oh. Okay, nehmen wir natürlich. Was wir jetzt da? Ja. Hä, Hydrazin? Das sieht alles so unterschiedlich aus, ne? Aber okay. Was wir haben, haben wir. Na, jetzt sind wir noch ein bisschen tiefer. So, hier haben wir auch noch mal was. Okay, das sollte es an der Stelle auch gewesen sein. Wir haben jetzt einmal Treibstoff. Okay, einmal Treibstoff haben wir. So. Ach, meine Lieben, wo finden wir denn jetzt noch Gemisch? Wir brauchen 1 Stack noch. Ungefähr. 1 Stack an Gemisch brauchen wir noch. Ach, diese Steine machen eben wahnsinnig hier. Das ist doof. Das ist immer doof. Wir wollen diesen Planeten verlassen. Aber wenn ich jetzt schon wieder auf meine tolle Uhr schaue, sehe ich schon wieder, dass das alles schon wieder in dieser Folge nichts wird. Es tut mir natürlich unendlich leid. Warte mal, haben wir jetzt noch Platz? Wir haben gar keinen Platz mehr. Och. Warte mal, können wir das da oben ran bauen? Dann bauen wir das da oben ran. So. Und dann machen wir. Warte mal, den. Wir tanken. Nein. Wir tanken mal kurz unser Rover. Unseren Rover. Nicht unser Rover, sondern unseren. Immer Hydrazin, so. Dann könnten wir quasi noch das restliche, also die restlichen Stacks hier mit Gemisch füllen. Okay. Das sollte es denn auch, genau, prima. Das sollte es denn gewesen sein. Wir fahren zurück. Wir haben jetzt mehr oder weniger so ziemlich alles, was wir brauchen. Ich meine, gut,
Ärgert mich jetzt natürlich so ein bisschen, dass der den unseren Sitz da mehr oder weniger so blöde hingebaut hat, weil das sieht optisch natürlich total Käse aus, aber okay. Können wir jetzt nicht ändern. Ich kann den Sitz auch nicht mehr abnehmen. Wir könnten natürlich jetzt sagen, bau ein neues Raumschiff. Ja, könnten wir tun, aber es ist jetzt egal. Wir bauen unser Raumschiff fertig. Wir bauen noch ein Lager. Und dann werden wir mal zusehen, dass wir diesen Planeten hier verlassen. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was uns noch so passiert eventuell. Wir müssen sowieso noch tanken. So, Lager. So, warte mal, hier können wir auch schon, okay, prima. Hä? Na, was denn nun? Hier, ran da. Wollte gerade sagen, so, Lager, wie, das ist alles? Okay, was gibt's noch? Fahrzeugbucht, was? Ach so, okay, ja, natürlich, das war's. Ich will aber noch ein bisschen tanken, meine Lieben. Das ist mir hier noch, das ist mir zu wenig. Warte mal. Wir bauen jetzt den Generator. Bauen wir jetzt, können wir den hier ranbauen? Okay. So, und dann nehmen wir uns einfach mal so ein Stück Kohle. Klatschen das hier ran. Genau, jetzt wird hier nämlich schön noch Energie. Warte mal. Moment. Wir machen das so. Wir bauen den hier ran. So, auf geht's. Oh nö, da kommt ein Sandsturm. Warte mal, zieht der vorbei? Der zieht vorbei. Ja, ist doch besser so für dich, Kollege. Ist doch besser so. Zieh ja vorbei. Ich hab nämlich jetzt ja keine Zeit für dich. Aber sieht schon interessant aus, so aus der Ferne. Muss man ganz ehrlich sagen. So, okay. Schnell aufladen. Also ich weiß auch nicht, ob der plötzlich die, die Richtung wechseln kann. Aber es sieht nicht danach aus. Nö, der verzieht sich. Ja, der hat Respekt vor uns, weil er ganz genau weiß, dass wir sowieso bald weg sind hier. Ja, mach, dass du wegkommst. So, meine Lieben, aber ich würde sagen, wir kommen leider schon wieder zum Schluss. Leider. Ich werde hier einfach noch ein bisschen weiter, ja, Treibstoff herstellen und dann werden wir uns definitiv in der nächsten Folge vom Acker machen hier. Wir müssen natürlich jetzt nur noch überlegen, auf was für einen Planeten wir fliegen. Also, ob uns mehr oder weniger die Möglichkeit bleibt, dass wir dort aussuchen können. Das weiß ich nämlich nicht. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da, würde ich mich tierisch drüber freuen. Wie gesagt, im Moment ist es ja wirklich so, dass die Kommentare, also dass hier immer schön und fleißig kommentiert wird. Ich finde das total toll von euch, ganz ehrlich. Ja, lasst mir ein Abo da, teilt dieses Video, sagt euren Freunden und Bekannten Bescheid. Und dann, meine Lieben, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und dann bis später.